Wir bräuchten noch ein paar Häuser, hm? Ich zieh mal noch ein Wegelein. So ein bisschen nach da oben. Das scheint ja gutes Bauland zu sein. Nein, die Straße wollte ich nicht. Ich wollte das Haus, aber das ist keine normale Villa, oder? Nee, das ist ein Landhaus. Im Moment müssen wir mit Die Villen Feigheit auskommen. einiger meiner Untertanen entehrt uns. Aber ohne sie werden wir stärker sein. Na. So. Baum einpflanzen. Ich baue halt doch mal hier einen Pflanzenmarkt rein. Das bisschen Erz dürften wir noch haben. Oh Gott, Armee, Armee, Armee. Kreatur, komm her. So, kommt mal unter meinen Stein. Die versohlen uns den Hintern, Boss. Hab ich alle? Nee, einer ist natürlich wieder durchgekommen. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ihre Oh. Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Das war ja eine von uns. Hier, du darfst veredeln. Bekehrter Veredler. Als Ausgleich dafür, dass ich dich fast umgebracht hätte. Wir haben einen Töpfermarkt und einen Pflanzenmarkt. Was wir noch nicht haben, ist ein Statuenmarkt, den ich jetzt erstmal wieder hier finden müsste. Da ist er. Den werde ich mal. Wo werde ich den denn mal? Vielleicht hier? Oder da? Vielleicht hier, neben den Töpfermarkt. Und hier könnte ich ja noch so ein Wegchen rausziehen. Na, so, damit wir auch noch ein bisschen was hinbekommen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Ach da. Und unsere Sirene ist fertig. Sehr, sehr schön. Oh ja, da haben wir uns gut was erschlossen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann könnten wir jetzt auch mal unsere Mauer bauen. Und ich fürchte, das sollten wir auch. Um endlich mal diese Armeen abzuhalten. So, wo sind die Mauern? Mauern, Mauern, Mauern. Da. Ich glaube, wir beginnen hier. Ich möchte sie nicht ganz dort unten hinstellen, weil das Katapult und so. Und außerdem möchte ich noch ein bisschen Spielraum außerhalb haben, um Leute mit Steinen zu empfangen, wenn sie ankommen. So, beginnen wir mal da. Und ziehen wir sie. Das wird teuer. So ungefähr. Ja, gerade ist sie nicht. Und zu viele Türme möchte ich auch nicht haben. Da soll ja noch ein Torhaus reinpassen. Das wird nix. Oh Gott. 800 Erz. Leute, das ist viel. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Mal weg hier. Ich weiß nicht, ob wir hier außerhalb des Katapults sind. Also wenn wir hier starten und vielleicht so rüberziehen. Blenden mein Volk. Wir haben eine Stadt erobert. Okay, das ging flott. War das jetzt zufällig die Seuchenstadt? Nee, die Seuchenstadt ist noch da. Wo ich keine Ahnung habe, wie wir hier zur Rande kommen sollen. Guck mal, jetzt ist jeder Die krank. schlimmste Niederlage für den Eroberer ist, selbst erobert zu werden. Niemand kann uns aufhalten. Vielleicht sollten wir da auch die Kreatur mit dem Heilwunder hinschicken. Ich habe keine Ahnung, aber die müsste erstmal durchkommen.
Ihr seht, das sind Mauern und Armeen, also für die Kreatur wird's nicht so leicht. So, da rückt schon die nächste Armee an. Ohne Katapult. Das ist gut. Das heißt, wenn wir hier bald mal die Mauer aufgebaut kriegen, sieht's ganz gut für uns aus. Ich lege schon mal mein Steinchen bereit. Ah ja, die wollen jetzt ein Gehege für die Kreatur. Das könnten wir bauen. Ui, das ist ein bisschen riesig. Warten wir mal kurz, bis wir die Armee hier freundlich gebeten haben, wieder zu gehen. So. Und ihr dürft auch gerne umkehren. So. Haben wir alle? Nein, einer rennt natürlich noch durch. Der rechnet sich sicher große Chancen aus. Möge der mächtige Orkan die Arbeit unserer Schwerter tun. Hörte ich hier Orkan? Das ist überhaupt gar nicht gut. Oh je. Schaut mal. Kommt euch das bekannt vor? Der hat hier eiskalt ein Orkanwunder gebaut. Das kann uns zum Verhängnis werden. Aber sowas von. Wir sollten schleunigst unseren Eindruck steigern und unseren Einflussbereich ausweiten. Waren hier eigentlich noch irgendwo fruchtbare Stellen, denn unser einziges Feld wird uns nicht lange ernähren. Da unten, direkt da unten. Dann möchte ich hier erstmal einen Weg ziehen, bevor wir da nicht mehr durchkommen wegen dem Feld. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. So. Ach da, im Unterholz warten die Menschen. Dann kommt Marinne. Und ich möchte da unten ein Lagerhaus bauen. Oh super, neue Armee rückt an. Dann muss das Lagerhaus kurz warten. Nein, das Korn möchte ich auch nicht. Die machen uns fertig! Oh, da kommt die Kreatur des Gegners an. Die können wir auch abschmeißen. Hau ab, Kumpel. Keiner will ich. Die Armee rupple ich mal eben weg, während unsere Kreatur mit der Kreatur des Gegners spielen geht. Ah, die feindliche Kreatur zieht Leine. Du bleibst bei uns. Kreatur, hier bleiben. Was hat der denn eigentlich? Das sieht aus wie ein Tiger. Ja, der Tiger wurde uns gar nicht zur Auswahl gestellt. Das ist Schiebung. Fies, gemein. Und unsere Kreatur bewässert die Bäume. So ist es brav. Und dann kommen wir nie in Holzschwierigkeiten. So, ich wollte ein Lagerhaus bauen. Immer wird man aufgehalten. Ja, dieses ganze Gebiet hier unten ist überhaupt nicht beeindruckend. Ihr seht, es gibt sogar Minus. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir hier nur Felder anlegen. Denn wohnen möchte da keiner. Vielleicht baue ich hier auch noch eine Mühle. Mal weg mit diesen Steinen. Vielleicht können wir dann doch noch ein Lagerhaus dahin quetschen. Ja, so geht's. Auch wenn das Minus gibt. Mann, Mann, Mann. Was ist denn an dieser Wohngegend so scheiße? Oh, da hinten rückt schon wieder eine Armee an. Wir müssen die Mauer fertig kriegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Benötigt noch 700 Erz, das wir höchstwahrscheinlich nicht haben. Liebe Kreatur, geh schon mal da. Nein, du sollst nicht nehmen, du sollst auch nicht bauen, du sollst gehen. Einfach nur gehen. Wir haben noch, ja gut, wir haben noch ein paar tausend Erz, hätte ich nicht gedacht. Dann sollten wir die Mauer doch fertig kriegen. Kreatur, attackieren, nicht abhauen. Ich mache schon mal meinen Stein bereit, für den Fall, dass welche durchrennen.
Ja, ihr seht, das ist nicht unbedingt das Netteste. Unser Volk wird angegriffen. Aber Verteidigung muss sein. Und die Mauer ist jetzt fertig. Oder zumindest schon so halbwegs. Das heißt, wir brauchen ein Torhaus, sonst kommt unsere Kreatur nicht mehr durch. Tore? Die Schrift besagt, wer Tore baut, schließt sich selbst ein. Nein, wer Mauern baut ohne Tore, schließt sich selbst ein. Eure Schrift ist ja nicht wirklich viel wert, hm? So, wenn die Mauer erstmal steht, dürften wir vor den grobsten Angriffen erstmal sicher sein. Bis sie mit Katapulten anrücken. Die Katapulte könnten uns das Genick brechen. Wir brauchen Häuser. Ja, ganz dringend sogar. Ich pflanze hier auch nochmal ein Herrenhäuslein, denn hier oben, oh, das ist eine sehr schicke Wohngegend. Eine schicke. Und vielleicht pflanze ich auch mal ein Lämpchen. Oder zwei. Wir haben übrigens keine Jünger am Altar. Das ist mir gar nicht mal so recht. Wir brauchen mal mehr Bewohner. Einen ganzen Schwung Brüter muss hier her. So. Und ein paar Gläubige können auch nicht schaden. Bekehrte Gläubige. So, was fehlt uns denn eigentlich noch an Gebäuden? Uns fehlt. Ach ja, Friedhof und so weiter. Genau. Altersheim und Friedhof. Frisst natürlich verdammt viel Erz. Aber es freut die Leute und ist beeindruckend. Friedhof vielleicht neben den Altar. Oder Friedhof hierhin. Friedhof, ja, pflanzen wir ihn dahin, was soll's. So, unser Mäuerchen steht so halbwegs. Ich schließe schon mal das Tor, auch wenn es nur ein halbes Tor ist. So, du darfst direkt mal Bauer werden. Und sie wollen immer noch ein Gehege für die Kreatur, das ziemlich riesig ist. Aber wir könnten es dahin bauen. Als Wohngebiet ist das hier unten eh furchtbar. Also können wir auch die Kreatur dort hausen lassen. Oh verdammt, hätten wir uns mit dem Stein beinahe die eigene Mauer zerdeppert. Das muss ja auch nicht sein. So, wo war das Kreaturgehege? Ach, das ziehen wir uns direkt hier weg. Und es reicht. Ja, es reicht. Warum nicht? Ihre Kreatur wünscht sich ein Zuhause, diese Schwächlinge. Ja, spotte du nur. Wo schläft denn deine Kreatur? Unsere Soldaten haben neue Schwerter. Wir treiben die Griechen ins Meer. Oh, was steht denn da? Ein Kreaturengehege? Diese Schwächlinge. Ja, wie das hier ablaufen soll, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die stinken hier munter vor sich hin und wir können hier rubbeln, so viel wir wollen. Wir schaffen es einfach nicht, schnell genug alle zu befreien. So, nee, das reicht noch nicht. Na komm. Komm, da stinkt ja die halbe Stadt. Ich weiß ja nicht, wie großzügig wir hier wedeln dürfen. Okay, wir können größere Wedelbewegungen über mehrere Menschen machen. Ob das reicht, keine Ahnung. Na? Na? Komm, du bist der Letzte, oder? Gut gemacht. Jetzt müsst ihr sie nur noch beeindrucken. Nein, deine Armee soll die Stadt mit Gewalt einnehmen.
Na sowas, haben wir es doch noch geschafft, hätte ich ja nicht geklappt. Und hier unten ist wieder Action. Hier ist eine Armee in der Stadt, wie kommt die hier rein? Na super, die Mauer war nicht fertig. Und unsere Kreatur ist auch nicht zur Stelle. Wo ist das Viech denn? Da helfen wir eben mal selbst nach. Da ist man einmal nicht da. Na, schupper, schupper. Haben wir sie bald? Okay, das dürfte es doch gewesen sein. Die Glocken können mal aufhören zu schrillen. Wir haben sie doch alle, oder? Ja. Na gut, unsere Mauer ist wenigstens fertig. Und uns wurde doch schon in der letzten Welt geraten, uns eine Bogenschützenwaffenkammer zu kaufen. Und ich glaube, die kaufe ich jetzt auch mal. Auch wenn ich es ungern tue, aber die sind nützlich, um die Mauer zu verteidigen. Und ich möchte unserer Kreatur das Feuerwunder kaufen, damit sie sich ordentlich selbst verteidigen kann. Oh, wir haben ja ordentlich Eindruck bekommen. Ja, wir haben die Quest da oben jetzt gelöst, allerdings hatte ich gehofft, wir übernehmen die Menschen direkt. Schade. Naja, gut. Zumindest ist die Quest nicht verschwunden. Ich denke, die wäre nämlich verschwunden, so wie wir dieses Dorf übernommen hätten. So haben wir sie noch gesehen. Und unsere Sirene habe ich ja eigentlich gerne so einen Weg. So einen Kringel. Kann ich den noch ziehen, oder? Ja, den kann ich ziehen und der wird sogar halbwegs rund. Schön. Dann pflanze ich da... Nein, kein Haus. Ich möchte gerne eine Lampe pflanzen. Sehr fein. Ach ja, die Bogenschützen-Waffenkammer. Fernkampf. Wo pflanze ich die hin? Am besten weit, weit ab vom Weg, denn keiner möchte neben sowas hausen. Ihr seht sogar, die Mauer ist unglücklich, wenn sie daneben wohnen muss. Die arme Mauer. Das ist eine empfindsame Mauer. So, hier klappt das doch. Gibt natürlich ordentlich Minus wegen dem miserablen Gebiet. Oder finde ich einen blöderen Platz dafür? Ich könnte sie natürlich auch hier hinbauen. Neben der Mine. Oder dahin. Ach komm, ich baue das Ding da. Ja, Bogenschützen. Ich liebe Fernwaffen. Ja, du liebst doch alles, was Schaden macht. Bäder. Die wollen Bäder. Kann ich mir aber nicht leisten. Wir haben kein Erz. Oder gibt es hier irgendwo noch eine Mine, die ich nicht gesehen habe? Nö, hier sind wir ziemlich auf dem Trockenen. Verdammt. Wir müssen wirklich darauf warten, dass wir eine erzreiche Stadt übernehmen. Und die ihr gesamtes Zeug mit uns bringe, zu uns bringt. Sonst wird das nichts. Jedenfalls haben wir hier noch ordentlich Bäume, an denen wir uns bedienen können. Also unser Holzmangel ist vorerst gesättigt. Jetzt beginnt der Erzmangel. Sind hier genug Veredler am Werk? Nö, hier arbeitet nur einer. Ich könnte schwören, ich hätte hier mehr rangesetzt. Ihr kommt mal her. Bekehrte Veredler. Wir haben nur zwei Felder. Wir müssen mit unserer Nahrung auskommen. Nein, die Straße wollte ich nicht. Weg mit ihr. Wir brauchen Bauern. Bekehrte Bauern. Und vielleicht baue ich hier auch wirklich noch einen Kornspeicher. Allerdings frisst er auch Erz, glaube ich. Okay, den bekommen wir da sowieso nicht hin. Bevor ich irgendeine Blödheit mache, ziehe ich mir hier noch den Weg rum. Ach ja, das Altersheim, das können wir auch noch bauen. Oder auch nicht, denn
Es braucht Erz. Wie viel haben wir noch? 2000. Damit sollten wir wirklich haushalten. Vielleicht baue ich da lieber Landhäuser. Die könnten am effektivsten sein. Quetschen wir da eins hin. Und da.